Nächstes One for All, Karthus gegen Gragas. Ich sehe eh schon, wie das enden wird, denn Gragas dominiert da hundertprozentig. Ah, ich will mal testen, ob wie Karthus sich so schlägt, um für alle Kombinationen austesten zu können. Damit ich dann weiß, welcher Champ optimal, perfekt, wie auch immer ist. Und derzeit sehe ich da irgendwie so Lux, Morgana, Varus da drin. Ah, Ezreal ist auch okay, aber naja, gut. Schauen wir uns das einfach mal hier an. Drei Tränen und auf links Einheitsbrei mit Chalice und Boots und R für Victory. Ja, dann press mal dein R. Ich glaube nicht mal, dass ihr so schnell Level 6 kommen werdet. Warum sind die Gragas alle so schisshaft? Die könnten auch locker schon. Und das Fastpass holt. Oh mein Gott, oh mein Gott, warum bist du so schlecht? Warum bist du so schlecht, hä? Du Gragas, du. Nichts anderes, das First Blood nicht nach, ja? Kabusch. Und First Blood. Double Kill sogar. Wie mies. First Blood Double Kill, das ist auch nicht schlecht. Die Gragas Kuh macht so viel Schaden. Er hat natürlich massig Gold dazu bekommt, 2000 insgesamt. Hat er jetzt schon. Der mit dem Double Kill. Ich hätte nicht unbedingt so viel, wa? Er wollte schon wieder den Kill snacken. Obwohl ihm der gar nicht zusteht. Er hätte mal gewartet, er hätte den Kill bekommen. Gragas kann schon wieder nie. Karthus kann schon wieder nichts tun. Lol, nice. Geeht und geflasht gleichzeitig dann halt, um vorne ranzukommen mit dem Damage. Alter. Und tot. Wow, doch nicht ganz. Ja, das Problem bei Gragas ist wieder, er kann die Tower nicht hitten. Er kann die Tower nicht angreifen. Heißt also, sie müssen erstmal auf Level 6 warten, ehe sie acen können. Und dann. Dann wird der Tower down genommen. Aber dann geht's relativ easy wegen dem W. Fast hätte er den vierten Kill gemacht. Nee, doch nicht. Der Cryptic war das nicht gewesen. Alter, man, das macht so viel Schaden. Suicide Karthus. Oh, er kann nichts tun. Er stirbt oder auch nicht. Alter, der geht drauf. Das war klar. Das sind so viele E's. Fast tot. Fast tot und die Passiv nicht bemerkt. Da oben ist noch ein Lowlife-Karthus. Die wollen den alle haben. Du musst das mal. Oh, der ist gleich über 6. Fehlt nicht mehr viel. Die sind nicht mal über Stufe 5, weil das ist ja krank. 0-3. Da fängt das Ulti an. Auto-Hit, 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 Auto-Hit. Schade. Und da kommt noch eine Gragas-Ulti hinterher. Stufe 7 schon, die anderen sind noch nicht mal Stufe 6, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, was Gragas für einen Schaden macht. Oh, jetzt beginnt's. Ah, eine Ulti nur. Nur einer war Stufe 6 bisher. Hm, dann sollten die sich auf jeden Fall eine Aegis kaufen. Ja, eine Aegis kaufen. Und auf jeden Fall. Lol. Und auf jeden Fall ein Banshees. Um die Ulti möglicherweise abzublocken.
Der ist gleich wieder tot. Man hat in der Cryptic seine Ulti wieder. 20 Sekunden noch. Dann sollten eigentlich die meisten wieder ihre Ultis wieder haben. Und dann kann das gespammen wieder. Warum werft ihr das Wort passt man nur so kurz, ihr Noobs? Warum lässt es nicht sofort explodieren wie dieser Cryptic da? Wir können aber nichts tun. Agraris kann halt auch nicht am Tower angreifen. Und die nächste, und die nächste, und die nächste. Doch nicht. Lol, eine fehlt noch. 1, 2, 3. Doch, 4 wurden geschossen. Ist das bitter, Alter. Ist das bitter. Nice. Boah, der Kratos kann nichts am Tower tun. Aber jetzt schon Damage bekommen. 7 Damage und der hier. 300. Naja, das ist nicht, auch nicht unbedingt viel. Farm! Diese Koordination. Knapp. Oder sie kommen sich alle Mikael, so geht's natürlich auch. Sie healen sich dann alle nochmal, bevor dann die Kratos Ultis anfangen. Ah, das dauert doch, bis die wieder ready sind. Das sind locker noch bestimmt noch 2 Minuten, oder? Ja, 2 Minuten noch. Krass, hat er 190 Sekunden Cooldown auf der Kratos Ulti. Das ist so abnormal. Nächste fast gleich tot. Ah, der Cryptic hat seine Ulti wieder. Die wollte er gerade schmeißen. Dann haut er einfach ab. Ist ja unfassbar. Lol, mit Barrier. Ein Fass reinhauen. Ein Riesenfass. Mach ein Fass auf. Hau dir alle in die Base rein. Na, das war schlecht. Das war ein Mäh. War nicht so gut von dem Cryptic. Aber ja, es steht 10-1. Er wollte wohl kaufen, lol. Die prügelt sich ja noch die Healpacks. Instant Sonjas, nicht schlecht. Ja, für die Ultis definitiv sollte man sich einen Sonjas holen. Die Ulti geschmissen. Was für eine Drecksau. Oh, Gragas Ulti fail. Oh Gott. Hm, ja, das war die random Kratos Ulti, die am Anfang kam. Und die nächsten Kratos Ultis. Wunderbar. Er hat keine einzige Kratos Ulti abbekommen. Nicht einen einzigen Damage davon. Sehr schön, der Sonjas. Das hat nur 60 Sekunden Cooldown, glaube ich, oder so. 90 Sekunden. Während die Kratos Ulti 190 Sekunden haben. Ihr wundert sich bestimmt gerade: Ey, Hacker, wie kann das so viel Leben noch haben? Double Kill. Lol. Pam. Komm, gib dir den Penta. Blue Team Quadra Kill. Oh, kein Penta. Geh weg da, gib ihm nicht den Penta. Oh mein Gott. Die Pinks auf der Map. Geh weg da, gib ihm nicht den Penta. Oh mein Gott. Genauso hat sie es. Lol. Die gibt ihm ernsthaft Mikaels. Na gut, hat auch nur
100 Sekunden. 100, ach, oh, 108 Sekunden Cooldown. Na gut. Schon ein bisschen mehr. Aber wie dem auch sei. Na, der Tower geht immer noch nicht wirklich down. Er kriegt 2-3 Hits und das war. Alter Schwede. Ey, die kriegen so heftig Fett auf die Fresse. Das ist Wahnsinn. Die Kartos haben echt keinen Spaß, glaube ich. Der ist doch mit Absicht reingelaufen. Ja gut, das war's für den ersten Tower. Kommt, geaced wurden die. Jetzt macht euren W und macht den Kack-Tower jetzt kaputt. Nach 11 Minuten kann man das ja wohl erwarten. Pam, 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 pam. Ah, wie viele Fässer da liegen, Mann? 4 Fässer. Oh mein Gott. Und der nächste Patch. Ah, diese Kartos sind so dämlich im Kopf. Die rennen in jedes Fass rein. 2-10 steht der, Alter. Wie schlecht ist der denn, bitteschön? Wie bad ist der denn, bitteschön, ey? Wow. So bad. So bad. Ja, die Gragas Ulti sind auch bald wieder ready. Zwei sind ready. Eine, gleich ist die zweite ready. Jetzt ist die zweite ready und die dritte auch gleich. 16-1. Wahnsinn. Hauptsache die Minions werden angegriffen, wa? Ach ja, apropos, die müssen eigentlich gleich wieder Ulti ready haben. Die sich immer gegenseitig die Heapex klauen. Das ist zu putzig. Pam! So viele Walls. Der Kryptik hat seinen Sonnen nicht benutzt. Entweder Zufall oder er wusste, dass es wirklich nur eine Karte ist. Ulti war einfach, die stehen da alle hinten rum. Wahnsinn, ey. Er hat schon wieder 0 Damage bekommen, dieses Song, das ist so lächerlich. Ach, der hat das vorhin schon benutzt gehabt. Der Jonas, als die eine nur war. Ach nein. Ein Gragas macht so viel Ärger. Ich kann schon wieder nichts am Tower tun. Mein Gott. Das ist ja extrem nervig. Zwei Fässer und der ist fast nur noch ein Drittel. Das sollte seine Spells beim fürs Seraphs. Das war nicht worth. Absolut nicht. Er benutzt das Song jetzt einfach. Aber der hat noch massig Zeit, bis die wieder da sind. 79 Sekunden noch. Bis dann ist das Song jetzt auch wieder ready. Double kill.
Ah, dann tut man Sonjas Ready wohl nicht. Sonjas Ulti, eine Kratos Ulti. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Lol. Was war das denn? Pam! 84 Farm, 22 ein. Der hat 11.000 Gold. What the fuck? Was machen die da mit Absicht? Die Kratos haben keinen Bock mehr. Der Damage, Mann. Double Kill. Wow. Nochmal ein Double Kill. Ich dachte, es wäre jetzt ein Quadra gewesen, aber das war wohl der falsche. Double, Double, Double. So viele Doubles. Er steht 24-1. Alter, der bombt richtig alles weg. Jetzt geht's halt einfach mal dieses Kack Tower machen. Kann doch nie wahr sein, ey. Kommt der nächste Kratos schon wieder. Damage bekommen die dadurch, Alter. 500. Ich bin Suizid-Kartus. Ulti! Pam, 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 pam. Oh, jetzt will ich aber schnell das Sonjas benutzen, Alter. Sonjas too strong. Sonjas too strong for you. 27-2. Das ist die Rabadons, das ist ein Void Stuff. Das ist die Sorcerer Boots auch schon fertig. Jetzt kann er sich in 60 Gold nochmal einen Needlessly Large Shot kaufen für seinen Deathfire Grasp. Oder er kauft sich Morellos. Oder einen fertigen Gral. Und halt noch eine Bootsverbesserung. Alter Schwede, hat der knapp überlebt mit 18 Leben. WWW zum Heilung. Mach einen Zauber, Mensch. Du hast eine Passive, du kleiner Depp, du. What the fuck? Was geht mit dem falsch? Alle keine Lust mehr, oder wie? Alter, der Kryptik macht richtig fett Damage. 500, na, mehr. Viel mehr. Das TC-Party. Lol. Was für Noobs. Lol. Der ist richtig gefickt, Alter. Der da alleine ist. Ich glaube, selbst alleine würde er die alle fertig machen. Er hat Sonjas. Ja, was macht er nun? Bisschen beschissen allein, ne? Einfach mal random irgendwo sein Fass reinschmeißen. Pam! Blue Team Quadra Kill! Alle wieder da? Nein, nur drei insgesamt. Zwei sind noch die Seed. Ah ja, das packen wir auch so. 32-2. Vielleicht packt er noch die 50 Kills. Ich glaube nicht. So weit kommt es nicht mehr. Das Game wird höchstens noch 5 Minuten gehen. So schnell wie die immer down sind. Du weißt, dass ihr auch zaubern könnt, ja? Und dass ihr auch Leben durch einen Zauber wiederkriegt. Wow, jetzt ist der nächste Deceit. Ja, ohne ihn haben sie verloren. Alter, wie lange die brauchen, um ihn zu töten, verdammt nochmal. Ah, 2400 Gold. Okay, da fangen sie langsam an wieder zu reconnecten. Der braucht also... Ah, okay. Ich wollte schon sagen, er braucht 1,5 Minuten zum Reconnecten, aber anscheinend
Geht er relativ fix. Wie sie alle Sonjas benutzen, what the fuck? Jetzt hat er den vollen Gral gekauft und noch nie das Large Rod. Jetzt kehrt er mit irgendwie, keine Ahnung, 600, 700 AP wieder. 669. Der Tower ist zwar down, aber wie auch immer. Oder ist das noch lange nicht, ist der Tower down? Die machen ja gar nichts. Und da kommt der Cryptic. Mit seinen fast 700 AP. Flashen! Okay, doch, lol. Greif an, greif an, greif an! Oder nicht? Okay. Realize. Void Staff 418. Guter Kartus. 121 Farm, ey. 124 Farm. Mit 32,3. 15.000 Gold, der andere hat 12.000 Gold. Der Unterschied ist schon enorm. Adäquate Sterne mit Absicht. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie wirklich so blöd sind? Obwohl ich das glauben würde. Boah, so viele Fässer daneben. Oh, der hat richtig viel Eimeres. 203. What the fuck? Fehlt aber noch ein Adekatus dann. Den müssen sie noch mit einbringen. Leute, wo geht die Ulti denn bitte schön hin? Blue Team, Triple Kill. Und der Quadra läuft da hinten. Der ist aber nicht mal DC, der hat aber noch keinen Bock mehr. Pam, 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 pam. 142 Farm. Ja, TG. Dann Druggers wins. Der Damage von, das hat er kaum noch Cooldown. Ah, jetzt würde ich mit Sonja. Ah, ja, ja, ja. Jetzt hätte ich Sonja erst benutzt. Okay, hätte ihm eh nichts gebracht. Selbst die Barry haben die weggesprengt. Na, ah, das war ja Grasp. 723 AP. Was kommt denn sonst noch Schickes rauf? Achso, er hat keine, gar keine freien Plätze mehr. Ja, da kann er sicher einen Blueport kaufen. Blueport, Redport, dann sollte er seine, ja, 800 AP bald haben. Lol, nice, schön abgebrochen. Executed? What the fuck? Oh Gott, seid ihr hirnlos. Ja, 778 AP. Heftig. 48 Sekunden Cooldown. Hat nur 5% Cooldown Reduction. Ah, ne, ist der falsche. Naja, 40%. Alles wunderbar. 48 Sekunden. Das heißt, jede Dreiviertelminute kann er die einmal schmeißen. Mit Wahnsinns 700, 800 Schaden. Macht die Kuh fast mehr. Der Auto geht, glaube ich, gerne. Half-Life nur noch. Weniger als Half-Life. Und selbst der mit 300, 200 Emres hat so viel Schaden bekommen.
Blue Team Triple Kill. Jetzt will er jetzt haben, jetzt will er den Panther haben. Ja, wo ist der Panther? Da hinten steht er. Ist das bitter, Alter. 40-4. Jetzt beendet's verdammt nochmal. Ich weiß, dass es spaßig ist, aber nein, sowas muss nicht sein. Und da ist der Panther. Der Inoffizielle. Oder war das der überhaupt? Das ist echt bitter, ey. Sonjas! Dann halt so. So, jetzt reicht, jetzt beendet es verdammt nochmal. Die haben nachher auch keinen Spaß mehr dran. Wie er die aus der Range haut. Naja. GG. War nicht so spaßig für die Kartus, glaube ich. Aber wie dem auch sei.